East Riding haben wir noch Kontrolle hier oben, niedrige, 33. Ja, wir setzen aber jetzt unseren Marschall nicht ein. Was wir machen ist, wir werden unsere Reichsgute einsetzen. Oh, wir haben hier schon alles konvertiert, Leute. Wir haben schon alles konvertiert. Wir können hier oben noch weitermachen. 12 Jahre. Wow. Oh, Katholiken hinrichten für Frömmigkeit hört sich richtig fein an. Als das Festmahl im vollen Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt nicht von Myr an Eliska an mich heran. Welch grandioses Festmahl. Wir sichern uns natürlich die 150 Prestigepunkte. Kann ich dich verheiraten mit irgendjemandem, mit einem Zwerg vorzugsweise? Oh, mit unserer Tochter, mit unserer Tochter. Ich würde dich gern verheiraten, gute Dame. Hallo, Fubert. So, die Soldaten füllen sich langsam auf. Wir gucken mal rein. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Gefangene jetzt. 50 Frömmigkeit durch die Kleine hier. Ja. Und ein bisschen Schrecken. Dann nochmal 50 Frömmigkeit. Nochmal Schrecken. 50 Frömmigkeit. So, wunderbar. Wir sind jetzt bei 2500. Wir brauchen 2700. Ich würde eher sagen so 3000, damit wir hier noch ein bisschen was machen können. Also, aber erstmal die Truppen aufbauen. Ich hoffe, die sammelt jetzt nicht wieder ihre Truppen an. Aber momentan sieht es noch gut aus. Alles gut. Meine Gäste gehen wieder, wir bekommen Prestigepunkte. Und dann werden wir uns hier Wessex holen. Ansonsten hier oben Schweden wäre natürlich auch noch ein schöner Kandidat. Hat denn der seine Hauptstadt? Schweden. Hier unten. Okay. Hier unten ist die Hauptstadt. Wir hätten noch Einfall in ein Königreich. Oh, da wird man sogar noch mehr bekommen. 3900. Keine Kohle. Ah. Leute, ich glaube, Schweden wird unser Ziel hier. Wie ist es denn die Jure-mäßig hier? Ja, das reicht. Schweden wird halt schon dazu passen, dass wir hier natürlich Skandinavien jetzt dann uns holen. Wessex wäre ganz nett. Eben so aus Rachegelüsten. Aber Schweden macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Auch wenn es ein bisschen ein schwierigerer Krieg wird, aber wir kümmern uns darum. Wir werden Schweden angreifen. Wir können gleich mal jemanden dann zum Belagern hier runterfahren lassen. Das ist gar nicht verkehrt. Und wir müssten die Äußeren, ja, wobei die hier sind, die Jure-mäßig mit dabei. Wenn ich den Kriegsgrund richtig verstanden habe, dann bekommen wir alles die Jure-mäßig. Plus, wenn wir hier drüben belagern, auch noch den Bereich, wenn er belagert ist dann. Aber ansonsten müsste alles die Jure-mäßig dabei sein. Ja, doch, hätte ich jetzt gesagt, Schweden ist unser. Und dann kann es nochmal problematisch werden, weil dann wird sich unser Reich aufteilen. Mit zwei Herzogtümern, mit zwei Königreichern, Königreichen. Wer ist denn aktuell eigentlich hier kulturmäßig vorne? Ah, Schweden. Schweden. Das heißt, sobald wir das hier haben, sind wir Kulturführer. Ja, England, Wessex hätte ich jetzt angegriffen, einfach nur aus Rache, weil sie uns angegriffen haben, als wir angegriffen worden sind hier oben. Deswegen, das ist der einzige Grund.
Und wer weiß, vielleicht, ne, England oder so noch, dann wird der wohl noch träumen dürfen. Wir sind aufgefüllt. Wir sind vollzählig. Das passt. Ich mache mal eine Sicherung jetzt hier. Schon lange nicht mehr gespeichert. Und dann werden wir mal nach Schweden einmarschieren. Oh, jetzt hat er ja gar keine Kohle mehr. So, da wird er sich freuen, der Schuft. Wir heben unsere Truppen hier aus und werden erstmal Richtung Hauptstadt gehen. Wie viel hat jetzt der? Der hat jetzt insgesamt hat er 2000. Das heißt, wenn wir hier mit 3000 hier stehen bleiben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Wir können uns ja Söldner auch noch kaufen. Wir können uns ja ohne Probleme auch noch Söldner kaufen. Wir füllen erstmal unsere Truppen auf. Tötere tötö, da trötet er. Dann wird abgespalten. Da können wir Hälfte, Hälfte machen. Ist noch was im Grollbuch verzeichnet. Nieder mit Wessex. Wie kriegslüstern der ganze Chat immer ist hier. Wahnsinn. So, das hier oben, kann ich das zurückbelagern? Wenn wir das noch belagern hier oben. Jetzt bräuchten wir natürlich einen Pionier, ne? Nimm doch Schweden ein, zerstöre den Titel fürs Erste. Sobald du den neuen Herrscher hast, erschaffst du den Titel einfach neu. Hä? Meinst du wegen der Nachfolge? Wenn man aktuell die noch immer die Bundteilung, das heißt, egal ob der Titel besteht oder nicht, wird das Ganze erstellt. In den Spielen kann man aber auch keine Diplomatie machen und friedlich wachsen. Ja, das ist etwas, was mir in Crusader Kings noch sehr fehlt. Du kannst eigentlich nur Krieg führen. Alles andere sind so ein bisschen so Randerscheinungen. Und ja, du kannst ein bisschen investieren und so weiter, aber es ist jetzt nichts dabei, was jetzt großartig, was du da diplomatisch großartig machen kannst. Also, dass du quasi so toll spielen könntest und mit einer kleinen Nation, die unglaublich mächtig machen lässt. Machen lässt? Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt steht der gute Typ hier drin. Ich hoffe, der stört sich jetzt nicht an uns, dass wir hier zurückbelagern. Direkt neben ihm. So, 2300 fahren hier munter durch die Prärie, haben gleich wieder umgedreht, fahren wieder zurück, als sie hier die Masse an Truppen sehen. Wir sind nicht mehr verwundet, das ist schön. Wir werden aber überfallen hier oben, das ist nicht schön. Na gut, momentan können wir dagegen nichts machen. Was? CK3, EU4 Stellaris, was meinst du denn, O'Neill? In den ganzen Spielen? Naja, du kannst in EU4 zum Beispiel, kannst du schon mit einer kleinen Nation spielen und die mächtig machen. Über Handel, über Diplomatie, das geht schon. Stellaris fehlt mir ein bisschen die Erfahrung, dass ich dazu was sagen kann. Ob du da so spielen kannst. Aber da gibt es ja auch das Ein-Planetensystem oder irgendwie so. Also das, ne? Klappt schon. Wieso? Also. Aber Crusader Kings hat halt einfach noch zu wenig Inhalt. Ruchlose Intrigen. Mein Vasall, Ordot, hat alle Gespräche mit euch abgebrochen. Wird der noch beeinflusst? Okay. Na gut. Der hat sich gedacht, ich bin beeinflusst genug momentan. So. Unser Sohn und Erbe Gimli, wie geht's dem eigentlich momentan? Der hat ja ganz schlechte Werte gehabt, der Gimli. Lange Haare hat er. Er ist immer noch feige, mitfühlend und zornig. Oh Mann. Sein Bruder? Fleißig, bescheiden. Sein Bruder ist da schon auf einem besseren Weg jetzt. Würde fast dann am liebsten mit dem Bruder weiterspielen. Wir nehmen die Einladung mal an.
Der Oin ist jetzt der zweite, oder? Der Oin, der bleibt zu Hause. Die anderen können alle mit. Der Oin ist der Einzige, der daheim bleiben muss. So, wir haben hier noch ein bisschen Belagerung. Wir haben hier oben noch Belagerung. Haben das jetzt hier durch. Sind bei 7%. Ich will jetzt hier nicht durchlaufen, nein. Wir gehen hier raus und belagern hier vorne mal Upland. Es kann halt sein, dass die jetzt hier oben zurück belagern. Aber ganz ehrlich, um das hier oben, das ist mir dann auch egal. Was ist denn hier noch für ein Krieg, den er an der Backe hat? Unterwerfungskrieg hat er. Zwei Unterwerfungskriege, Leute. Wir müssen schnell sein, damit hier nichts verloren geht. Naja, auch wenn diese Epoche jetzt hier auch von Krieg und so geprägt ist, da kann man bestimmt noch ganz viel machen, um da diplomatisch und so friedlich quasi auch ein bisschen wachsen zu können. Definitiv. Es müssen halt Mechaniken eingebaut werden. So, hier fahren ganz viele Schiffe herum. 2400 gehen jetzt hier rüber, die wir verprügeln könnten. Oh, jetzt kommt dann der Kreuzritter. Leute, jetzt stehen hier 2400. Wenn ich hier rein marschiere, dann haben wir nicht mehr verschifft. Dann könnten wir uns um den hier kümmern. Und ich denke mal, wir sind so gut aufgestellt, dass wir es mit den 2400 aufnehmen können. So, der Papst. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis der Papst uns den Krieg erklärt. Er steht jetzt hier oben. Wie lange sind wir noch verschifft? 15 Tage noch. Bisschen mehr mit Ränke um Titel und sowas. Ja, ich glaube, das ist auch immer schwierig abzubilden, das Ganze. Ne? Sie versuchen es ja jetzt mit dem DLC, mit dem Royal Court, dass die da ein bisschen mehr höfisches Leben reinbringen. Finde ich ja richtig gut. Mal schauen, ob das dann auch so klappt oder ob es sich irgendwann mal nervt, diese ganze höfische Sache. Aber einfach, ne, dass du halt... Was mich halt zum Beispiel auch schon nervt, ist, dass du hast ein Riesenreich und neben dir ist so ein Einprovinzler, der sich beharrlich wehrt, vassalisiert zu werden. Obwohl er halt überhaupt keine Chance hat, aber du musst ihn dann kriegerisch natürlich vassalisieren, musst ihn übernehmen, obwohl es halt so viel mehr Sinn macht, dass du einfach mal einen Diplomaten hinschickst, um zumindest dann ihm aufzuzeigen, dass er ja eigentlich keine Chance hat. Ne? Solche Wege, solche Optionen, die fehlen mir ein bisschen. So, wie lange dauert denn die Belagerung noch? Jetzt, wenn wir hier belagern, jetzt läuft er schon davon. Schade. Verschifft noch 3 Tage, wir laufen rüber 12 Tage. Also, wir holen uns den jetzt mal, die 2400. Wir sind hier gleich durch mit der Belagerung. Hier wird leider unsere Belagerung wieder zurückbelagert. So, das war jetzt gar nicht so sicher, diese Schlacht hier. Hat ein bisschen gezuckelt hier in der Mitte. Boah, 45% haben wir jetzt hier. Wir werden Upland belagern. Ah, wir haben jetzt 45, weil wir hier unten das gemacht haben. Alles klar. Dann gucken wir mal, vielleicht können wir hier ihm die Kohle noch abnehmen, wenn er hier plündert. Oder wir warten, bis er hier zurückkehrt in sein Land. Und verprügeln ihn gleich nochmal. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. So, 2900. Lass mich bloß in Ruhe, mein Guter. Du kannst hier ohne Probleme durchlaufen. Hör bloß auf, mich anzugreifen. 1700 hier oben. Werde ich nicht mehr rechtzeitig erwischen, denke ich mal. Gefühlt sind solche Mechanismen eher knifflig umzusetzen als Krieger, definitiv, ja. Da spricht auch gar nichts dagegen. Also, ne, sowas dann so umzusetzen, dass es auch Spaß macht, die Mechaniken zu nutzen,
und nicht wieder zurückzufallen auf den Krieg, ist schwierig. Ah, Imperator Rome könnte ich auch mal wieder spielen. Da hätte ich schon mal Bock wieder. Da hätte ich schon mal wieder Bock. In Imperator Rome, ne? Ich sag's immer wieder, ich finde Imperator Rome ja doch schon mittlerweile richtig gut. Auch wenn es jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird. Aber zum Beispiel das Handelssystem von Imperator Rome. Tolle Sache. Würde ich mir für Crusader Kings wünschen. Und auch ein bisschen so die Interaktionen. Also mit der Bevölkerung und so. Also die ganzen Pops, die es da gibt und so weiter. Das wären so tolle Mechaniken, die man auch in Crusader Kings einbauen könnte. Es wäre wahrscheinlich wieder, man will immer die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann und alles bietet. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, wenn du dann solche diplomatische Interaktionen haben willst, dann spielst du halt demnächst Victoria 3. Wo das dann, denke ich mal, ein bisschen mehr zum Tragen kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du immer überall alles mit reinnimmst und das dann auch trotzdem noch gut wird. Kann ich mir halt nicht vorstellen. So, ich erwische ihn leider nicht mehr. 2 Tage nur noch. Schade, schade, schade. Nein, jetzt greift er mich hier oben an. Ach Mann, muss das denn sein? Mensch. Ich hätte noch mit Söldner reagieren können, aber die wären nicht mehr rechtzeitig reingekommen. Ah, jetzt hat er aber, jetzt muss ich auch mein Buch nochmal aufschlagen. Hier mein persönliches Grollbuch. Da muss ich jetzt aber nochmal aufschlagen, ne? Weil das ist natürlich, also, ne? Jetzt belagert er wieder zurück hier. Das ist enttäuschend. Ich werde mir mal Imperator Rome vormerken, liebe Leute. Ich hätte mal wieder Bock auf Imperator Rome. So, Konkubine wird abgelehnt. Passt. Dann ein weiterer Vorzug. Kriegsvolk Konter. Ah, bisschen zu spät. Mimimau, Dankeschön fürs Folgen. Willkommen. So, wir müssen mal aufpassen, dass wir ihn jetzt hier... Achso, nee, wir sind ja auf dem Rückzug. Das passt. Er darf nicht zurückbelagern. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen einen fähigen Kommandanten. Ah, nicht wir. Ah, ich kann ihn noch nicht rausnehmen. Können wir mal kurz noch warten hier mit dem Einschiffen, bis wir hier ankommen. Befehlshaber entfernen. Dann einmal verprügeln. Und hier oben, ich belagere das jetzt nochmal zurück, weil ich habe so die Schnauze voll jetzt hier von den Leuten. Nervt mich tierisch, dass die mich jetzt angegriffen haben. Es war überhaupt nicht notwendig. Die hätten ohne Probleme vorbeifahren können. Aber nein. Wollten sie nicht, ne? Ich glaube, ich habe jetzt gerade eben seine komplette Armee aufgelöst. Okay. Okay. Hat der hier unten Sjelland jetzt verloren oder war das vorher auch schon da? Ich glaube, das war vorher auch schon da. Was wir machen ist, wir bringen unsere Truppen mal hier zusammen. Nur für den Fall, dass er jetzt meint, uns nochmal angreifen zu müssen. Dass wir hier unsere Truppen haben. So, er hat eine neue Allianz gebildet mit Novgorod hier drüben. Novgorod, wie sieht es da aus? 822, nicht so dramatisch. Und wir haben ja immer noch so viel Kohle, dass wir notfalls uns Söldner holen können. Oh, waren das die gerade eben, die 800, die hier durchgefahren sind? Sah ein bisschen danach aus. Haben leider immer noch keinen Pionier. Hätten wir doch Pionier genommen. Oh, das habe ich ja gleich gesagt. So, wir sind bei 54%. Wir müssen wieder hier runter mit den 800 und die verprügeln.
Da reichen aber dann die 2100 hier. Das heißt, Befehlshaber entfernen. Befehlshaber reinsetzen. Fertig belagern. Dauert noch 10 Tage. Weg mit euch. Und hier die 800 verprügeln. 2,8 hier oben. Oh, jetzt hat er 1700. Das reicht trotzdem, oder? Komm, wir ziehen mal hier noch ein paar Truppen ab. Bring euch auch mal hier rein. Es dauert sehr lange, bis wir hier wieder auf dem Meer sind. Laute Stimmen beim Ting-Treffen. Häuptlingtum von Mary oder Ühü unterstützen. Können wir beide unterstützen, anderweitig beschäftigt. Aufgebot Verstärkungsrate reduziert. Ja, die sparen wir uns. Aber in Ühü könnten wir uns die Volksmeinung wahrscheinlich sogar leisten. Ah, null. Null. Wir sind anderweitig beschäftigt jetzt. So, die 1078. Okay. 45 Tage nur noch. Aber weil er hier oben so lange braucht, bis er hier reinkommt. Also, wir gehen gleich rein. Auch wenn es vielleicht nach hinten losgehen kann. Oh ja, können wir noch schnell, wenn die jetzt hier ganz schnell reinkommen. Oh, oh, es reicht nicht, es reicht nicht, Leute. Uiuiui, jetzt hat er uns aber ganz schön vermöbelt hier. Eieiei. Oberhäuptling Narkohl, der ist schuld daran. Ah, Mist. Eieiei. Und da ist er auch schon weg. Ist er jetzt gestorben oder was ist passiert hier? Nee, er ist gefangen genommen worden. Eieiei. Na gut, wir haben hier oben belagert. Das heißt, wir müssen mal kurz unsere Truppen sammeln. Wir werden aber jetzt... Oh Gott, wo reisen die denn hin? Uiuiui, bis nach Ühü nach Hause. Die haben so die Schnauze voll jetzt. Bis nach Ühü nach Hause jetzt. Uiuiui. So, das heißt... Ach, das war unnötig, war das wieder. Ui, hier oben ist mächtig viel los. Das war sowas von unnötig hier. 700 reisen nach Norden. Wir bräuchten dann nicht mehr so viel, ne? Wenn wir jetzt noch hier unten belagern würden. Wisst ihr was? Ich belagere hier mal kurz an. Wenn wir schon dabei sind. Es wäre schlecht, wenn wir jetzt sterben würden. Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt hier hochfährt Richtung Ühü. Ich weiß nicht, was er macht. Wir gehen mal raus. Kann durchaus sein, dass er nach Ühü marschiert. Es sei denn, weil er ist irgendwo hier hochgefahren. Entkommener Unfreier. Eine Beschreibung des Unfreien abgeben. 46%, dass wir den wieder fangen. Ihn selbst zur Strecke bringen. 67%, dass wir es schaffen. Ja, wir machen das natürlich selber. 67%, wie immer 100%. Ja. Wunderbar. So, wir gucken mal, ob wir uns vielleicht sogar über den Weg fahren. Ob wir irgendwo das Schiff sehen. Sieht nicht so aus. Wir haben immer noch hier oben die zwei belagert. Das ist gut. Ist denn der Krieg jetzt schon vorbei bei dir? Nee. Oh, er hat vier Kriege an der Backe. Uiuiui. So, 80 hier rein. Aber wir sind gleich durch hier. Das heißt, ich bringe euch noch nach Öland. Nach Möhre. 20 Tage. Ich sehe keine Truppen.
Wir sind bei 51%. Jetzt werden wir hier oben noch belagern. Ich fürchte ja fast, dass der andere Krieg vorher vorbei ist, ne? Aber wobei, wir sind aktuell schon führend, ne? Mit 68%. Die anderen sind noch etwas hinten dran.